ich möchte euch nicht traurig machen. Ich möchte euch nicht mit einer traurigen Melodie etwas vorspielen. Ich möchte, dass man mir zuhört, meine Sicht anzuhören, zu einem Thema, das euch hoffentlich niemals betrifft. Wenn ein alter Mann in seinem Bett liegt, denkt er oft über sein Leben nach, was er erlebte, was er sah und hörte. Ein langes Leben voller Hoffnung, Leid und Glück, so wie es sein muss, so wie es im guten Falle läuft. Ein normales Leben, gute und schlechte Tage, eine lange, sehr lange Zeit. Wenn ein junger Mann in seinem Bett liegt und das Gleiche tut, kann er denn von einem erfüllten, langen Leben sprechen? Darf er über sein Ende sprechen? Nachdenken? Nein, im Normalfall tut er dies nicht. Ich spreche euch an, damit ihr seht, was es heißt zu leben. Was es heißt, seine Lieben um sich zu haben. Die eigenen Kinder aufwachsen zu sehen. Dieser junge Mann liegt oft in seinem Bett wach und denkt über das Hier und Jetzt nach. Was waren meine Träume in den vergangenen Zeiten? Was waren meine Ziele? Wer sind meine wahren Freunde, die mich jeden Tag fragen? Hey, wie geht es dir? Schön, dich zu sehen. Steh auf, es ist ein schöner Tag. Lass uns diesen Tag zusammen verbringen, ja? Dieser junge Mann steht auf, immer wieder. Tag für Tag. Er schaut zu seinen Freunden, lächelt und ist fröhlich. Er ist mit denen zusammen, die er liebt, die ihn lieben. Was passiert in einem Menschen, der von einem Halbgott und Weiß erzählt bekommt, dass sein Leben bald vorbei sein soll? Ist es nicht so, dass wir uns alle viel zu viele Sorgen darum machen, was wir in unserer Zukunft tun? Um all die Reichtümer, die wir gerne haben würden. Das tolle Auto, was der Nachbar fährt. Hättest du das nicht auch gerne? Was ist zu tun, wenn uns dies von heute auf morgen nicht mehr interessiert? Freunde sind wie Engel, ohne Flügel. Jedoch können wir leider diese Engel ohne Flügel nicht Engel nennen. Deshalb nennen wir sie Freunde. Ist die Familie nicht die, die uns gelehrt hat, was Recht und Unrecht heißt? Ist es nicht die Familie, die uns ins Leben geholt hat? Mein Schatz hat mir eines Tages gesagt, ich passe immer auf dich auf. Meine Lieben, ich stehe jeden Tag bei euch, werde immer auf euch aufpassen, werde ein Bild von euch in meiner Hand halten und lächeln. An all die positiven Dinge, die mich erinnern, die wir einst erlebten. Auch in 10 Jahren, wenn ich nicht mehr eure Gesellschaft genießen darf, werde ich immer morgens vor eurem Bett stehen und euch sagen, hey, schön dich zu sehen. Steh auf, es ist ein schöner Tag. Wollen wir diesen nicht zusammen verbringen? Ja? Ich bin stolz, an eurer Seite sein zu dürfen. Jetzt und auch später. Auch wenn ich jetzt geschwächt bin, werde ich bald in Feuerkraft an eurer Seite stehen können. Auch wenn ihr mich dann vielleicht nicht mehr sehen könnt. Ich liebe